Okay, gut. Ich gehe zur Festung Unterstein, egal was die Leute sagen. Ihr seid gegangen. Für Quest fehlgeschlagen, obwohl sie eigentlich noch im Questlog ist. Pff. Esu dreht durch. Esu macht, was es will. Wir sind ziemlich viel Alter. Okay, die Reikmann sagen, wer Herrscher ist. Markas. Okay, jetzt gehen wir da rein. Sehr viel Holz, sehr viel Mammutzähne, kann man dazu nennen. Ja, und man könnte es als Marker bezeichnen. Ja, wirklich toll. Gut, wo soll ich hin? Geradeaus durch, direkt zum Palast. Ja, warum nicht? Markert gilt als Hauptzentrale, als Hauptstadt des Orts hier. Hä? Achso, okay. Sah für mich gerade nicht aus wie ein Reik. Jedes Mal. jedes Mal muss ich niesen, ey, das ist schlimm. Ich habe mein Nies abgewürgt, wie ihr es gehört habt. Das Lustige ist, das habe ich auch gehört. Ach ja, so hier ist die Festung, ja. Oh, hier sieht es ja noch gut aus. Hier, meine Freundin, war eure Jagd erfolgreich? Ihr kommt genau im richtigen Moment. Arkadach hält Hof, während wir hier sprechen. Wir werden keine bessere Chance auf eine Audienz bei ihm bekommen. Haben eure Ermittlungen etwas aufgedeckt, was uns nützlich sein könnte? Was habt ihr erfahren? Ich habe Hunger. Die Rebellenanführer könnten Arena sein. Könnte Arana sein. Sie sammeln sich in den östlichen Hügeln. Arana? Diesen Namen habe ich während meiner Zeit hier schon gehört. Habt ihr erfahren, wogegen diese Rebellen eigentlich rebellieren? Nicht wirklich, aber sie haben Spione in der Stadt, die die Leute aufrufen, in die Hügel zu fliehen. Aus der Stadt fliehen? Obwohl die graue Schar durch das Land zieht? Nun, das sind drei nützliche Informationen. Ich möchte, dass ihr mich bei Arkadach vertretet. Erklärt, was ihr erfahren habt und überzeugt ihn, endlich einem Treffen mit mir zuzustimmen. Ich werde meine Entdeckung präsentieren und versuchen, Arkadach zu überzeugen, sich mit euch zu treffen. Sprecht mit der Wächterin des Arts. Ihr werdet sie überzeugen müssen, um eine Audienz bei Kadach zu erhalten. Ich glaube, die von euch aufgedeckten Informationen über die Rebellen dürften schon reichen, um das Interesse des Despoten von Markar zu wecken. Aber bei den Regmanen kann man nie sicher sein. Warum kommt ihr nicht mit, um mit Kadach zu sprechen? Ich habe Glück, es so weit in die Stadt hineingeschafft zu haben. Kadach und sein Gefolge haben wenig Geduld mit Adligen wie mir. Insbesondere mit einem Adligen aus einem Land, das sie für die Heimat ihres Feindes halten. Nein, diese Aufgabe ist in euren Händen besser aufgehoben. Was will ich tun, während ich versuche, Arkadach zu treffen? Ich werde weiter hier warten und diskret so viel wie möglich über das Raik und seine Bewohner in Erfahrung bringen. Ich möchte auch über Arana und ihre Rebellen nachdenken. Vielleicht besteht die Möglichkeit, sie zu unserem Arsenal hinzuzufügen. Geht! Ich werde hier sein, wenn ihr zurückkommt. Okay. Da geht's direkt zum König. Ihr schon wieder? Ihr wagt es, mit eurer Gegenwart Schande über die Festung Unterstein zu bringen? Dafür braucht es Mumm. So viel muss ich euch lassen. Was treibt euch in die Festung des Arts? Ich bringe Informationen von Graf Ferentes über den Hexenrebellen. Tut ihr das also? Und ihr wollt dieses Wissen mit Arkadach teilen? Ihr steckt wirklich voller Überraschungen, Außenseiterin. In Ordnung. Ich lasse euch an den Thron herantreten. Wenn ihr den Mumm dazu habt, der Art hat heute üble Laune. Verstanden. Das habt ihr noch nicht. Doch das werdet ihr. Arkadach wird euch ebenso wahrscheinlich zuhören, wie er euch den Kopf abschlagen lässt. Also redet schnell, Außenseiterin. Und denkt daran, dass der Art keine Geduld für Narren und Schmeichler hat. Vergesst das nicht. Ja, man gut.
dass ich eine Nord bin hier. Die sind nämlich auch nicht gerade ohne. Dreckmann sind alle Milchtrinker. Wie das aussieht hier. Sieht tatsächlich im Moment viel heiler aus. In besserem Zustand als 4000 Jahrtausende später. Mann, sind das ziemlich viele Leute. Und jemand hätte ihn Zettel vors Gesicht. Deswegen hat er üble Laune. Wer wird enthauptet, weil er euch hier reingelassen hat? Ihr gehört weder zum Reich noch zu den Clans. Entweder habt ihr das Hirn einer Ziege oder das Herz einer Säbelkatze. Ich bin gespannt, es herauszufinden. Nun sprecht frei heraus. Was führt euch zum Despoten von Markarth? Ich bringe Informationen über die Hexenrippeln von Graf Verandis Rabenwacht. Der schicke Elf, der kein Nein als Antwort akzeptieren kann. Er hätte mir dieses Angebot früher unterbreiten sollen. Neuigkeiten, die die Rebellen betreffen, das ist ein Tier, das sich zu häuten lohnt. Erzählt mir etwas, was ich noch nicht weiß. Und ich lasse euch nicht an meine Jagdhunde verfüttern. Sie haben Spione in der Stadt, die eure Leute dazu drängen, in das Vorgebirge im Osten zu fliehen. Spione? In meiner Stadt? Das würde einige Dinge erklären. Doch das und eine vage Ortsangabe reichen nicht, damit ich mich zum Saufen mit einem Hochelfen hinsetze. Was habt ihr sonst noch? Und denkt daran, mir geht langsam die Geduld aus. Ich glaube, die Anführerin der Hexenrebellen heißt Arana. Arana? Ich kenne diesen Namen. Sie ist eine honigzüngige Fanatikerin, die sich weigerte, ihr Schwert zu begraben, als ich einen Frieden mit der Grauen Schar aushandelte. Sie ist schwer zu fassen. Aber ich wusste nicht, dass sie die Rebellen anführt. Eine Rake-Hexe aufspüren, das gebietet Respekt. Fürs Erste. Sagt ihr, ihr habt Frieden mit der Grauen Schar geschlossen? Ei, sie willigten ein, die Stadt zu verschonen, während sie nach irgendeinem uralten Relikt suchen. Eines von den Dwemern, vermute ich. Das können sie haben. Verandis will ein Treffen? Dann sprecht mit meiner Beraterin, Fürstin Belein. Spürt Arana für sie auf und ich höre mir jedes Wort an, das er zu sagen hat. In Ordnung, ich spreche mit Fürstin Belein. Ich stehe zufälligerweise wie immer da unten. Wie immer ist auch gut, ne? Seit ein paar Tagen steht sie hier. Und die hat keine Texturen. Ist auch noch doller. Kommt jetzt noch jemand zurück, die Texturen? Ja, da sind sie. Gut. Ich konnte nicht anders, als das mitzuhören. Ah, Bauchrednen. Adkadachs Stimme trägt ganz schön weit. Nun erzählt mir von der Anführerin der Hexenrebellen. Der Name, den ihr nanntet. Arana, sagtet ihr, glaube ich. Ja, Adkadach bat mich, euch zu helfen, um sie zu finden. Da liegt das Problem. Rake-Hexen sind geschult darin, sich in den vielen Höhlen und Gehölzen zu verlieren, die die Landschaft zieren. Es ist, als wolle man einen Zahn in einem Hennenschnabel finden. Die meisten Hexen beugen sich dem Art. Arana ist eine Unruhestifterin. Adkadach möchte also, dass ihr sie findet? Tatsächlich fällt diese Aufgabe euch zu. Eine Hand wäscht die andere, ja? So werden hier Geschäfte gemacht. Spürt die Rebellen auf. Findet Arana und drängt sie dazu, sich nicht länger in die Angelegenheiten Markarths einzumischen. Tut dies und ihr werdet euch einen Platz für euch und euren Grafen im Reich verdienen. Ich glaube, wir haben hier eine Menge Telepathen unter uns. Ich werde Arana finden. Dieser Ausdruck auf eurem Gesicht. Ich erkenne Neugier, wenn ich sie sehe. Wohlan denn. Ich kann ein paar Augenblicke erübrigen, bevor wir euch an eure Aufgabe schicken. Was wünscht die Außenseiterin an Adkadachs Hof zu wissen? Ihr wirkt an diesen Hof ebenfalls für ihren Platz wie ich. Ich mag nicht im Reich geboren und aufgewachsen sein, doch ich habe mir meinen Platz als Freundin und Beraterin von Adkadach verdient. Seine Untertanen,
Nenn mich eine Festungshexe. Ich versichere euch, dass dies unter den Regmannen eine Bezeichnung des höchsten Respekts ist. Wie seid ihr an Artkadachs Seite gelangt? Hallo. Ein aufrichtiges Bedürfnis nach Frieden hat mich hierher gebracht. Das Reik wird von allen Seiten belagert. Orks, Nord, Bretonen, Kaiserliche. Sie alle wollen die Vernichtung der Reikmannen. Ich versuche, als eine Art Brücke zu dienen. Eine Brücke? Ja, eine Brücke zwischen dem Reik und der zivilisierten Welt. Es gibt einfach keinen Grund, dass die Völker Tamriels einander weiter umbringen sollten. Wir haben die Chance, ein freundlicheres, besseres Tamriel aufzubauen. Ich bin hier, um zu helfen, dass diese Zukunft wahr wird. Worum geht es bei der Rebellion? Worum drehen sich alle Rebellionen? Man ist unzufrieden mit der bestehenden Ordnung. Man will Aufruhr stiften. Sie sind ein Ärgernis. Mehr nicht. Wenn sie nur Ärgernis sind, warum wollt ihr dann, dass ich Arana finde? Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Seit der Ankunft der Grauen Schar ist das Land jenseits der Stadtmauern gefährlich geworden. Der Arzt drängt alle dazu, Zuflucht hier in Markarth zu suchen, während Arana sie von hier wegruft. Ihr leichtsinniges Verhalten wird sie alle das Leben kosten. Ich dachte, Artkadach sagte, er hätte Frieden mit der Grauen Schar geschlossen. Frieden, ja. Zumindest eine Art. Solange wir ihnen aus dem Weg bleiben, hat die Graue Schar keinen Streit mit uns. Abgesehen davon sind die Mauern Markarths unbezwingbar. Die Regmannen sind hier vollkommen sicher. Nun geht, sucht Arana. Ein geleisteter Gefallen ist ein erwiderter Gefallen. Erzählt mir von Artkadach. Eine Geschichtsstunde? Wohlan denn. Kadach ist der Vetter des verstorbenen Kaisers Leovic. Er wurde als Herrscher von Markarth eingesetzt und regiert seitdem diese Region. Ich habe gehört, dass er sowohl Art als auch Despot von Markarth genannt wird. Art ist ein uralter Titel, der sich als König der Festung übersetzen lässt. Dies bezieht sich auf Markarth und die Festung Unterstein. Was den anderen Beinamen angeht, das ist ein Name, dem ihm Feinde und Außenseiter gaben. Er mag bisweilen grausam sein, aber er ist kein Tyrann. Warum nennt man ihn nicht einfach König des Reik? Reikmannen haben eine Redewendung. Jeder kann im Reik ein König sein. Keiner kann ein König des Reik sein. Wenige Reikmannen akzeptieren einen echten Souverän. Es liegt nicht in ihrem Wesen. Natürlich macht das Kadachs Versuche, diese Region zu sichern, kompliziert. Mhm. Oh, ich krieg so einen Hunger, ey. Ich muss echt was essen. Hier drüben, meine Freundin. Wie lief eure Audienz beim Art? Ziemlich langwierig. Ehe ihr euch davon macht, sagt mir, wie eure Audienz mit Art Kadach verlaufen ist. Artkadach schickte mich zu seiner Beraterin für Cymbeline. Sie baten mich, die Rebellenanführer Arana zu finden. Beeindruckend. Ihr habt binnen weniger Augenblicke mehr erreicht, als ich seit meiner Ankunft in diesem wilden Land. Findet Arana. Fragt, ob die Hexenrebellen sich unserer Sache anschließen. Ich setze meine eigenen Untersuchungen fort und treffe euch wieder hier. Okay. Also raus. Es regnet. Und da ist ja Wasser voll, ne? Oh, ich soll ganz raus. Warte mal, hier gibt es einen Wegschrein. Da oben? Wo ist denn der Wegschrein denn bitte? Wo soll man da denn hinkommen? Okay, eingebauter Wegschrein, auch nicht schlecht. Den Wegschrein von Markarth entdeckt. Ein Wegschrein, der übrigens auch nicht... Doch, jetzt wird er ausgegraut, okay. Aber oben im Kompass ist er noch...
unentforscht. Hm. Interessant. Ich habe übrigens, jetzt wo die Folge quasi zu Ende ist und ich die ganze Session jetzt beenden werde, weil ich wirklich Hunger habe. Und ja, das merkt man. Ich werde nämlich immer... werde ich gleich die Session beenden. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit der Geschichte. Die Rebellen zu finden. Und dann hoffe ich, dass weniger Spiele sind. Keiner von diesen schwächlichen Fremden könnte sich einer wahren Rake-Herausforderung stellen. Naja, passt schon. Ich bin gegangen, hieß es. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.